Servus miteinander. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr beim Golf 3 den Öldruckschalter tauschen könnt. Wichtig, das gilt nur für den 1,4 und 1,6 Liter Motor, AEX oder AEE. Vom Werkzeug her, ihr braucht einen Kreuzschlitz und einen 24er Gabelschlüssel. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr optional auch anstatt des Gabelschlüssels eine Wasserpumpezange nehmen, ist aber eher nicht zu empfehlen. Im ersten Schritt muss dann die Motorhaube auf. Wie wir jetzt hier unten sehen können, da wo das grün-bläulich ist, hier ist der Schalter verbaut. Da müssen wir jetzt auch rankommen. Geht aber nicht ohne weiteres. Es muss erstmal der Luftfilterkasten raus. Um den Luftfilterkasten rauszubekommen, müsst ihr die Schraube, die eine Beschriftung haben, lösen. Und zusätzlich noch diese hier. Also sprich, ihr fangt hier mit der 1 an. Dann kommt die 2, dann hier innen die 3 und hier die 4. Die äußere hier am Ansaugschlauch ist egal, wann er die aufmacht. Die könnt ihr am Anfang oder zum Schluss oder auch Mitte drinnen machen. Das macht keinen Unterschied. Jetzt lösen wir die Schraube. So wie ihr sehen könnt, die 4 gelöste Schraube kann man dann so weit wie möglich rausziehen. Und wenn der hier draußen, die schraubt man komplett raus. Legt sie dann wohin, wo man sie nicht verliert. Und dann zieht man einfach hier ein bisschen am Schlauch und dann ist der auch schon weg. Und jetzt tue ich einfach ein bisschen mit Kraft hier nach oben drücken, den Filterkasten. Und dann kommen wir auch schon an alles ran. Wie man sieht, der hängt jetzt hier noch, weil hier unten ist nochmal ein Schlauch befestigt. Den können wir abziehen, müssen wir nicht. Theoretisch wird es reichen, wenn wir es sagen, wie wir es hier so jetzt liegen haben. Unser Bauteil ist jetzt freigelegt, also ist alles kein Problem. Jetzt müssen wir hier die Gummitüle abmachen. Dafür langen wir hier unten ein bisschen ran. Und tun die dann hier drüber ziehen, über das blaue Teil. Und jetzt können wir ja hier auch schon den Kontakt sehen. Und da tun wir jetzt einfach ein bisschen hinlangen, leicht noddeln. Und ziehe den dann einfach ab. Bevor wir jetzt hier aber weiterarbeiten können, müssen wir warten, bis der Motor kalt ist. Weil das hier ist aus Alu und wenn ihr jetzt am warmen Motor arbeitet, kann es sein, dass euch das Gewinde abreißt. Und das wäre schlecht. Von daher gut abkühlen lassen. So, jetzt ist der Motor kalt. Jetzt können wir hier unser Bauteil lösen. Wir setzen den Schlüssel an und drehen es dann gegen Uhrzeigersinn. Ich habe es leicht angelöst. Und den Rest kann ich dann gegen Uhrzeigersinn einfach von Hand rausdrehen. Also brauche ich den Schlüssel wirklich bloß kurz, um einen Drehmoment aufzubringen, zum Lösen. So, dann müssen wir schön vorsichtig, wie man sieht, da ist auch ein bisschen Öl dran, dass wir das nicht überall verteilen im Auto. Hier unten steht jetzt auch noch einmal die Teilenummer drauf. Und für den Öldruckschalter die Werte 0,15 bis 0,35. Das ist wichtig, den braucht ihr. Bei VW ist der im Original blau. Wenn ihr nicht ein Original nehmt, kann der auch andere Farbe haben. Wichtig sind jedoch die Werte. Aber das verlinken wir nochmal in der Beschreibung. So, hier könnt ihr jetzt nochmal die Teile, besser gesagt die Werte sehen. Wir haben hier das gleiche draufstehen, wieder die 0,15 bis 0,35 bar. Jetzt setzen wir den hier einfach an am Gewinde. Und schrauben im Uhrzeigersinn dann rein. Es ist von Vorteil, wenn ihr zwei freie Hände habt. Ihr seht es leider auf der Kamera dann nicht so gut. Aber an sich ist es ja nicht schwer. Ihr müsst bloß das anpassen, dass er sich reindrehen lässt. Und dann schön von Hand wieder reindrehen. Bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr geht. Jetzt ist wichtig, die Angabe, wie fest man das ziehen sollte, das wäre ungefähr 25 Newtonmeter. Wir haben jetzt aber keinen Drehmomentschlüssel da. Von daher sage ich mal, so wie immer, wenn man eigentlich arbeitet, handfest. Nicht übertreiben. Wenn ihr auch gesehen, wo wir ihn gelöst haben, der war nicht sonderlich fest, obwohl er schon eine Weile drin war. So, das heißt, ich drehe ihn ungefähr so, wie er in der Originalposition war, wieder hin. So. Jetzt ist er fest genug. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann nehmt den Drehmomentschlüssel, wenn ihr euch auf eure Hände nicht verlassen könnt. Im nächsten Schritt tun wir jetzt wieder anstecken. Das heißt, hier den Kontakt wieder ranmachen
und die Tülle dann wieder drüber mache. Und dann wären wir jetzt soweit auch fertig. Jedoch müssen wir jetzt natürlich wieder unseren Filterkasten festmachen. So, also hier seht ihr unsere Drosselklappe. Und hier ist die Aussparung im Filterkasten. So, und dann nehmen wir das natürlich. Schauen, dass wir da richtig drauf hocken. Man sieht es, wenn man leicht von unten schräg schaut, recht gut. So, so wie es sich jetzt anhört, sitzt da drauf. Wichtig ist, dass halt die Schraube sich nicht verhaken. Da müsst ihr schauen, weil die hat sich jetzt ein bisschen verhakt, wie es mir scheint. Das sollte nicht sein. Also die Sache muss schön geschmeidig an ihre Position. Und dann wird es wieder festgezogen. Ich würde hier wieder außen starten mit dem Ansaugschlauch. Also hier wieder die kleine Schraube rein. Diese fest sind und dann natürlich jetzt hier wieder die Reihenfolge beachten. Mit 1 beginnen, dann 2, dann 3 und zum Schluss die 4. Und so einfach könnt ihr das Projekt bewerkstelligen.